Ja, hallo. Hi. Sigi, grüß dich. Ja, grüß dich auch. Ich vermisse Bali. Ja, das kann ich voll verstehen. Ist das so? Wieso kannst du das verstehen? Ja, wenn man hier nicht lebt, wenn man weg ist von dem Ort, dann, na, jetzt fällt mir das Wort wirklich ein. Ja. Oh Mann, das ist Hat so ein man Fernweh? Klischee. Ja. Ja, nicht nur Fernweh, auch man glorifiziert, das wollte ich zwar Ah, nicht sagen, aber glorifiziert. ich sage auch, man glorifiziert so bestimmte Dinge. Nee, es ist ja so, immer wenn ich in Bali bin die letzten Jahre, kotze ich eigentlich nur ab über diese Insel, weil der Verkehr so furchtbar ist und so viele Menschen dort sind, die ich nicht sehen möchte. Zu viele Touristen heißt das. Und immer wenn ich dann wieder zurück bin, dann vermisse ich es doch sehr und ich will dieser Insel wieder eine Chance geben und werde, man muss, und das ist auch so der Punkt, da müssen wir uns auch mal drüber reden, man muss eigentlich aus Denpasar und Kuta raus. Ja, kommt drauf an, was man will. Ja, könntest du dir nicht vorstellen, irgendwie in so einer kleinen Hütte zu sitzen, auf so einer Reis? Wäre das nichts für dich? Ja, nicht für ein Jahr, ne? Nicht für, ja, aber mal für einen Monat doch, wäre das doch nicht schlecht. Ja, das geht mal für kurze Zeit, klar. Da wäre das auch schön. Aber eben ja, nur für kurze Zeit. Also du brauchst schon den Trouble der Stadt, meinst du, Sigi? Ja, und die Möglichkeiten auch. Also ich habe ja zum Beispiel ein Angebot. Ich kann an einem Projekt mitarbeiten, also vom Grund auf das zu erstellen. Und zwar, das ist eine kleine unbewohnte Insel in der Nähe von Papua. Und da ist im Moment gar nichts. Es gäbe Internet, das wird per Satelliten möglich sein. Aber sonst gibt es halt nichts. Es muss noch die Wasserversorgung muss gebaut werden und Hütten und all das. Na, Sigi, YouTube-Kanal und los geht's. Ja, Ah, Moment. okay, ich höre zu, ja. Das klingt natürlich total verführerisch erstmal. Es ist auch, da gibt es noch Na, ich sag mal so, Wohnungen. ich unterschätze es nicht. Ich unterschätze es nicht, weil das ist bestimmt doch knallhart. Ja. Es ist bestimmt knallhart, sowieso, aber da kommt halt noch was dazu. Ich bin jetzt nach 6 Jahren endlich mal so, dass ich zumindest kann, wo ich hin will. Und auf dieser Insel sitzt man wieder fest. Und also da gibt es ja keine Verbindung. Da muss man dann jemanden kontaktieren, der mit dem Boot kommt und um einen zu holen und dann zurück nach Papua und Also man ja, ist gut, schon das ist noch irgendwo das. gefangen. Das ist so der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Und fangen und sehr primitiven. Also, ja, hat mich. Also, es reizt mich immer noch, aber ja, das ist halt auch verdammt weit weg. Da kannst du nicht einfach mal alle 2 Wochen Nee. vielleicht Also ich sag mal so, weg oder so. das wäre eine Lebensentscheidung. Ja, oder zumindest in meinem Fall, naja, für ein Jahr zum Beispiel, also schon auf längere Zeit. Was ist das für ein Projekt? Und Ist das ja, irgendwas Christliches oder was ist das? nee, Nee. nee, das ist ein Schweizer, der macht im Moment auf Papua ein Charity-Unternehmen, das heißt, die unterrichten Locals dort in Englisch und das wird, ja, also da gibt es fast kein Geld für. Ich weiß nicht, wie er das finanziert. Und das Neue wäre so sein Lebenstraum, und zwar eben auf einer Insel kein Resort bauen, sondern ja, so eine Art Überlebenscamp, also für Leute, die Abenteuer wollen, dann halt mit Hütten und mit den primitivsten Mitteln oder mit den Also nötigsten einfach Mitteln so ein nur. Detox für wohlstandsverwahrloste Touristen. Ja, so kann man es Ich sagen. würde hingehen, ich kenne sowas. Also ich wäre so die Klientel eigentlich dafür, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte.
Na, ich weiß nicht, ob das teuer sein wird. Okay. Naja, okay. Also das heißt, es gibt Alternativen. Es gäbe schon Wege, naja, was heißt, einen Tapetenwechsel zu bekommen. Also nicht nur in Kropokan, sage ich mal, dort rumzuhängen in der Wohnung oder in dem Zimmer, sondern auch mal einen Riesenschritt in eine völlig andere Richtung zu machen. Ja, klar. Ich meine, wenn man sich umguckt, da gibt es immer Möglichkeiten. Aber ja, im Moment ist es für mich noch ein bisschen spannender, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als jetzt wirklich zu planen, das zu machen. Du Weil hast. es mir eben auch ein bisschen zu nah ist an den Umständen, die ich jetzt hinter mir gelassen habe. Ja. Diese Abhängigkeit auch von Menschen, mit denen man auf einem Raum sozusagen zusammen abhängen muss. Ja, genau. Also das wäre eine Handvoll höchstens. Und ja, man ist dann eben auf längere Zeit dort fest. Würde mich auch abtören. Das wäre aber dann, wenn das fertig ist, auch so, ne? Da müsste man auch eine Weile bleiben und mit nicht allzu vielen Leuten zusammen. Oh, naja, okay, also du hast hier nicht entschieden. Ich meine, das ist ja auch erstmal, sage ich mal, eine Auseinandersetzung mit dem Thema überhaupt. Wie gehe ich damit um, wenn sich sowas vor mir auftut? Beziehungsweise Ja. traue ich mir das zu? Oder was sind die Risiken vielleicht auch? Ja, das ist eben das, also da kommen ganz viele Aspekte zu. Ich fühle mich zwar eigentlich fit, aber ich bin ja, das kann man noch nicht leugnen, nicht mehr 20. Und ist es eigentlich ganz natürlich, dass man eher mal eine Krankheit hat oder irgendwas. Oder wenn man einen Unfall hat, steckt man den vielleicht nicht so leicht weg. Und ja, von da dann wegzukommen, das dauert auch lange. Und ich weiß auch nicht, wie die Versorgung dann auf Papua wäre. Also das ist so ein Aspekt. Den zweiten habe ich jetzt vergessen, wollte gerade noch sagen. Ja, Ja, ich sage mal, das eine ist das die. Körperliche und das andere ist halt das Psychische. Ja. Ja. Also es klingt am Anfang etwas romantisch, ja, No. es klingt nach einem Sehnsuchtsort, aber genau solche Geschichten sind zum Schluss eigentlich total schockierend und total krass und man will eigentlich nur noch weg. Je nachdem, was für ein Typ man ist, ne? Oder was man sucht. Ja. Ja, genau, eben. Und ich suche das ja eigentlich nicht wirklich. Du brennst nicht dafür. Nee, genau. Ist halt Ich mal. fand es natürlich am Anfang ganz spannend, das Angebot zu haben. Und auch zu sehen, ja, es tut sich was, aber naja, vielleicht dann doch nicht gerade das. Und da wäre natürlich auch schon, ja, da würde schon einiges von mir erwartet. Die sehen mich ja dann als den Holzfachmann. Ach so. Und Bist du ich sehe, Holzfachmann? naja, ich habe ja mal Parkettarbeiten Stimmt, damit. ja, in Berlin, auf Knien und da die Opioide und ja, ich erinnere mich. Lange her, mein Lieber, die Streams. Ja, und ja, da frage ich mich auch, würde ich mich das überhaupt zutrauen? Hat man da noch Bock drauf, bei der Hitze, sag ich mal, Holzarbeiten zu machen? Ja, das kommt auch Ist ja dazu. Ja, brutalste sowieso. Arbeit. Das ganze Ja, überhaupt die. Viehzeug, Mücken, ich stelle mir das richtig ultra guerillamäßig vor alles. Ja, und das ist ja auch ohne Arbeit dort dann so, Na ne? klar. Also, Na geil die ist ist ja das ohne. nicht. Geil ist das nicht. Das ist halt echt. Da muss ich gleich so an Papillon denken, an den Roman. Kennst du den? Pavillon. Ja. Ja, der Und. immer ausgebrochen. Ja, auch mit der Film mit Dustin Hoffman, wo die auch hier in Französisch-Guyana, auch Ja, in so einem ja. Dschungelding, da würde ich sowieso auch mal gerne hin, auf die Teufelsinsel. Teufelsinsel? Ja, diese Gefängnisinsel vor Französisch-Guyana sind die Teufelsinseln. Und dort spielt ja dieser Roman und diese Teufelsinseln waren ja 200, 300 Jahre lang mit den schlimmsten französischen Gefängnissen. Da bist du nicht mehr zurückgekommen. Und da willst du hin. Würde ich mir gerne mal anschauen, ja.
Wie ist das jetzt so ein Museum? Ist ein Museum, kann man hin. Und ich gehört ja zur EU letztendlich. Ist ja immer noch Frankreich. Kann man mit Euro bezahlen? Kann mit Euro bezahlen. Ist aber in Südamerika. Aber Karibik, ja? Genau. Hm. Ja. Überlegst dir. Nee, lass mal. Ich glaube, Gefängnisinsel brauchst du jetzt nicht. Ja, also dann liegt vielleicht Papua näher. Ja, in der Papua-Neuguinea sowieso ein sehr interessanter Ort, weil dort ist ja auch diese, ich weiß nicht, wie das Fachwort ist, aber diese Grenze zwischen den Ethnien, da fängt ja so dieser Aboriginal-Schlag an. Ja, genau. Ja. Also ich habe das im Knast auch so ein bisschen gelernt zu lesen, die Gesichter. Ja. Und die Leute, die von da kommen, die erkennt man halt sofort. Ja, die haben, ja, die sehen halt aus wie Aborigines. Ja. Ähnlich, ja. Ja, ähnlich. Waren da Leute aus Papua-Neuguinea im Gefängnis? Naja, nicht aus Papua-Neuguinea, sondern aus Papua. Also die Insel ist ja halbiert. Ja, genau. Und die Hälfte gehört halt zu Indonesien. Und was haben die gemacht? Auch wieder nach Kuba? Ja, klar. Okay. Ja, so. Also ich kenne da zum Beispiel einen Typen, der war ziemlich jung, der war eigentlich auch schon ausgebildeter Pastor und hat halt erzählt, er wäre von jemandem gebeten worden, das irgendwas mitzunehmen und dann war das eben sowas, was er gar nicht wusste. Naja, ob das stimmt oder nicht, weiß ich auch nicht. Ja, also das ist ja bei vielen Leuten hier so, dass die vor allem versuchen auch, ja, sich finanziell irgendwie so über den Boden zu halten. Das ist gar nicht mal immer nur Konsum. Ja, jetzt klar, also ich sag mal, also gerade in solchen Ländern ist, glaube ich, so Schmuggeln auch oft eine Notwendigkeit, bedingt durch wirtschaftliche Armut. Ja, und natürlich auch total verlockend. Also das ist ja, diese Spanne an Gewinn ist ja halbtraumig. Ja, fällt mir wieder mal auf, ich google gerade nebenher hier Papua an. Wie oft ich schon in Indonesien war und wie wenig eigentlich ich gesehen habe. Weil das könnte man sich auch mal anschauen, Papua, oder ist das überhaupt so sicher? Ich weiß es gerade gar nicht. Die der indonesische Teil ist sicher, ja. Ja. Gut, das ist ja, naja, sicher. Die gehen ja dort auch in die Urwälder und killen die indigenen Völker. Also, Stimmt, sind da nicht so auch solche Pygmäenvölker, so kleine Leute? nee, ich glaube, die sind in Afrika. Ich glaube, sowas gibt es auch auf Kalimantan oder in Indonesien. Ich schau mal nach. Naja, aber ich nur mal sagen wollte, ich kotze über Bali ab. Aber irgendwas hat die Insel ja. Irgendwas hat die Insel. Ja, ich meine, du hast ja auch entsprechende Erlebnisse hier gehabt. Also Ja, aber ich muss dir sagen, die Erlebnisse, die ich in Bali hatte, die sind erstens mindestens 20 Jahre her und zweitens gibt es dieses Bali von damals heute überhaupt nicht mehr. Oder du suchst es wirklich im Norden, im Osten, weit, weit weg von diesem ganzen Süden-Gedöns, weißt du? ja, aber du hast es ja in Erinnerung und du verbindest das damit. Was verbindest du denn jetzt mit Das kann Bali? ich schon verstehen. Das will man auch nicht. Was verbindest du denn Bitte? jetzt mit Bali bis jetzt, so im Leben 2.0 Bali? Wie lange bist du jetzt draußen? Ein halbes Jahr? Nee. Was haben wir? Mai, Juni. Naja, fast 4 Monate. Fast 5 Mal. Das ist doch keine so lange Zeit. Nee. Also, Was kommt dir jetzt seit zuerst der in den Kopf? Entlassung. Was kommt dir zuerst in den Kopf in diesen 4 Monaten? Ich präzisiere meine Frage. Was ist
eingetreten, was du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, beziehungsweise anders dachtest, dass es passiert? Naja, passiert das vielleicht nicht, aber es ist halt so, als ich noch in Erwartung war, habe ich mir also vorgestellt, wie man hier leben kann, und so kann man hier nicht leben. Okay. So kann man vielleicht im Norden leben, aber naja, da ist man dann halt auch abgeschnitten von allem. Also es ist eigentlich immer wieder die gleiche Sache. Wenn ich aus der Unterkunft hier rausgehe, dann ist die Straße ja noch ruhig. Und dann, ja, dann eigentlich muss ich mich ja vorher schon entscheiden, wo will ich jetzt eigentlich hin? Und wenn das ein bisschen weiter ist, dann muss ich mir eine Fahrgelegenheit ordern. Und wenn ich dann dort bin, dann, ja, dann kann ich entweder noch zu einem anderen Ort oder wieder zurück. Also man kann sich hier einfach nicht frei bewegen. Ist dann, naja. Woran scheitert es mit dem Moped? Du meinst eins mieten Ja, oder was meinst du? weil ich finde, wenn man ein Moped hat, ist man eigentlich auch im Norden oder in den Dörfern, wie auch immer, doch relativ flexibel dann. Ja, das sind zwei Sachen. Einmal ist der Verkehr recht krass, aber das ist eigentlich gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, das ist mir neulich auch mal so aufgefallen, vor dem Knast noch, denke ich, sogar noch da, ja, diese paar Jahre davor, da hätte ich mir einfach irgendeinen Fahrbahnuntersitz besorgt und wäre rumgefahren. Das hätte mir einfach Spaß gemacht. Aber jetzt, ja, ich denke, ich bin immer noch unter diesem negativen Einfluss der Hospitalisierung. Also ich finde mich im Verkehr nicht so gut zurecht. Also Es ist ich eine merke das, selbst Reizüberflutung. wenn ich, ja, total. Also selbst wenn ich nur zu Fuß gehe und eine Straße überquere, dann, ja, ich schaue und dann kann ich jetzt, naja, ja, doch, jetzt kann ich, und dann plötzlich kommt doch noch einer irgendwo her. Das ist alles, ja, es überfordert mich ein bisschen. Und in dieser Konstitution möchte ich mich auch nicht am Verkehr beteiligen, weil ich sehe ja auch, wie der Verkehr hier läuft. Und wenn man da nicht immer reagiert sofort, dann ist was passiert. Und früher, als ich noch richtig aktiv im Verkehr war, da, also ist ja bei jedem so, dann, da ist man einfach so fokussiert, man nimmt bestimmte Dinge wahr, die wichtig sind. Die nehme ich jetzt aber gar nicht wahr. Ich weiß überhaupt nicht, wo kommen die jetzt her und was kann als nächstes passieren. Das ist im Moment noch der Grund für mich, mir nichts. Natürlich muss man auch sagen, dass ich glaube, jeder Europäer, der jetzt erstmal in Bali von heute auf morgen sich auf ein Moped setzen sollte und in Denpasar am Straßenverkehr teilnehmen sollte, glaube ich, genauso überfordert wäre wie du. Ja, weil es ist einfach ein anderes Level. Komma, dazu kommt aber noch diese Hospitalisierungsgeschichte. Das meine ich halt. Ich sag mal, in einer einigermaßen kleineren Stadt, im Osten oder im Norden, hast du so einen Verkehr halt eben nicht. Vielleicht wäre da, ich brainstorme nur gerade, weißt du, aber vielleicht wäre das einfach auch ein sanfterer Weg des Zurückkommens. Ja, das kann schon sein, ja. Weißt du, weil ich kenne, guck mal, ich kenne, ich habe dich besucht, ich kenne die Ecke, ich kenne diese Stadt, ich hätte keinen Bock auf diese, es ist einfach nur Stress, es ist nur Stress. Und das meine ich mit dem Abkotzen. Ich ärgere mich so, dass ich so abgekotzt habe über Bali, weil Kuta Denpasar ist nicht Bali. Der Verkehr ist einfach so ein massiver Trigger, finde ich, für mich, wo alles Balinesische völlig verschwindet, was nur Stress ist, laut und stinkt und eklig ist. Aber es gibt in Bali eben, und da muss man, glaube ich, gar nicht so weit fahren, noch völlig andere Orte, wo es noch so ist wie vor 30 Jahren und wo du auch locker mit dem Moped die Dorfstraße mal langfahren kannst. Ja, also ist gerade nur so ein Gedankengang, weil ich kann es absolut verstehen, dass sich das da draußen total erschlägt. Und ich sag mal, der jetzt nicht deine Geschichte hat, hätte auch überhaupt keinen Bock, da vor die Tür zu gehen. Warum auch? Ist doch scheiße. Ja, also Verkehr ist so eine Sache.
Was auch krass ist, als ich noch in Bangli war, da meinten immer alle, wie schwierig das hier wäre, sich auf Englisch durchzuschlagen. Und die haben ja dann in der Zelle auch viel Indonesisch gesprochen. Habe dann auch ein bisschen was gelernt, muss man nicht übertreiben. Aber selbst dieses bisschen geht mir immer mehr flöten, weil hier spricht eigentlich jeder Na Englisch. klar. Also selbst wenn du in einen Kleinen gehst, die sprechen alle Englisch. Und wenn ich mich da so ein bisschen versuche, verständlich zu machen, dann kommt schon wieder was auf Englisch. Und ja, also das habe ich auch nicht so erwartet. Das nimmt mir auch so ein bisschen, Das ist, ja, na, das das ist, na, Gefühl, es nimmt das Gefühl, hier und zu hören. naja, es ist der falsche Ort, Ricky. Es ist der falsche Ort, es ist too much, es ist nicht Bali. Ich meine, wenn du, ich glaube, das würde, hätte ich mit dir so gern gemacht, und das müssen wir irgendwie auch noch machen, darum, ich weiß halt nicht, wann ich zurückkomme, aber es zieht mich irgendwie hin, man müsste einfach sich wirklich mal ins Auto oder aufs Moped setzen und mal wirklich in so ein Kampung fahren, in so einem Dorf, wo du eben, wo die Muttis da früh auf dem Markt eben kein Englisch reden und wo du dann wirklich, wenn du da anfängst, Bahasa zu reden, die halbe Dorfgemeinschaft schon als Fanclub hast, weißt du? Diese Erlebnisse brauchst du auch noch, um dein Bali-Thema irgendwie auch zu vervollständigen und auch, vielleicht denke ich mir, auch abzuschließen irgendwann. Das kommt ja auch alles noch. Ja, der Abschluss ist ja noch lange hin. Aber ich fühle, also für mich ist es ja immer noch kurz, dass ich draußen bin. Und mich jetzt noch gar nicht so unter Druck, was ich da vielleicht alles noch machen muss und noch nicht kenne. Ich denke, das wäre, ja, da ist noch Zeit, das wird schon passieren. Okay, ja. Ja, ich brainstorme gerade nur so. Also mich zieht es eigentlich wieder zurück und ich hätte einfach voll Bock mit dir eigentlich da auch jeden Abend eine Folge aufzunehmen und einfach ein paar Sachen zu machen. Weil es war schon nice. Auch mit Olli da und so. Ich meine, das hat ja gefetzt, wenn dieser furchtbare Verkehr nicht wäre. Ja, vor allem für mich war das eine totale Abwechslung. Das war schon, ja. Und ja, ich glaube, der Verkehr ist für dich schlimmer als für mich. Ich nehme das ja hin. Oder auch wenn ich mit dem Taxi fahre und es dauert ewig und da ist Stau, ja, ist halt Ja, ich so. glaube, du Also, hast auch geht durch, mich gar nicht so. ich denke auch, du hast durch die Knastgeschichte eine ganz andere Resilienz entwickelt. Ja, ob man das so nennen kann, weiß ich gar nicht. Aber vielleicht ja, so ein, Eine Duldsamkeit. ich bin ja stoisch, Eine Duldsamkeit, weil dir geduldsam. bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Warst du vorher auch schon so ein Mensch, der sehr duldsam und sehr ausdauernd war, oder ist das, war das eine Fähigkeit, die es im Knast, ich sag's mal jetzt ganz platt, ein bisschen leichter gemacht hat, oder hast du das erst im Knast so richtig gelernt, lernen müssen? Ja, also ich habe das schon in mir auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier denke, da war ich immer auf 100. Und auch am Anfang, vor allem in der Untersuchungshaft, aber auch noch 2, 3 Jahre lang in Grobogan, da bin ich auch ständig hochgegangen, habe das alles gar nicht so hinnehmen können. Das kam jetzt so mit der Länge. Vielleicht auch mit der, es ist einfach nötig, ne? Man wird da, man erträgt und man lernt zu ertragen. Wenn man es nicht erträgt, hat man schlechte Karten. Brennt mir irgendwann aus oder ist dann gebrochen? Ja, es geht einfach nicht auf Dauer. Also ich weiß nicht, wo man die Energie hernehmen sollte. Und es macht ja auch keinen Sinn. Und wenn man wirklich dann das nicht irgendwann den Schalter umlegen kann oder mit so einer Entwicklung halt dann mal langsam so runterkommt, ja, man eckt auch ständig an und da bleibt man dann auch alleine und ist mit den Problemen dann auch alleine und ja, ich weiß nicht, ob man ausbrennt, vielleicht das irgendwann, aber ich glaube, man wird auch verrückt an der Situation. Naja, weil es eben buchstäblich ein gegen die Wand rennen ist. Ja, eben, eben.
Also das, ich sagte, das macht eben keinen Sinn. Und gut, die anderen leben es einem auch vor. Man sagt zwar immer, oder man denkt sich, ja, die sind auch anders, aber das heißt ja nicht, dass man ja auch so sein kann. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das was Positives ist, was ich da mitgenommen habe, aber das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ja, ich finde das sowieso eine ganz spannende Frage. Natürlich ist das man treibt immer so ein bisschen dazu, und da muss man auch aufpassen, ich nenne es jetzt mal 10 Jahre, die sind, die auch gestohlen wurden von deinem Leben. Trotzdem ja irgendwo zu versuchen, ich denke, das geht ja ähnlich, einen Sinn darin zu entdecken. Oder einfach zu schauen, wo hat mich das vielleicht auch weitergebracht? Ist das dann normal, dass man so denkt? Oder dass ich so denke? Ich denke, das ist normal für jemanden, der es von außen sieht. Und ich denke, bestimmt auch viele, die sowas durchlebt haben und zu so denken, ich kann da eigentlich nicht so richtig nach einem Sinn suchen oder ich, ja, ich weiß nicht. Also der Sinn, nee, also kann ich nicht, kann ich nicht. Du Ich, würdest es, ja, mir wurde ja. da, ich musste da durch, habe ja gelernt, damit umzugehen, aber das ja, das kann ich ja nicht als Sinn sehen, denn das braucht normalerweise nicht im Leben, mit sowas klarzukommen. Und ich weiß auch nicht, ob mir das demnächst weiterhilft. Ich, so hoch wollte ich es gar nicht hängen. Aber was meinst du denn, wo du jetzt, wäre das alles nicht passiert, ja? Was wäre deine Vermutung, wo würdest du heute in Deutschland stehen? Okay, wenn du das so formulierst, ja, das kommt ja dann, kommt ja schon dann auf eine ganz andere Ebene. Ja, aber das ist ja die Ebene. Ja, ich schrecke ein bisschen vor der Antwort Oh, zurück. Entschuldigung, ja. Ja, nee, nee, also das ist jetzt nicht, weil ich das nicht sagen will, sondern das ist, na, erstmal ist es so, also wenn das nicht passiert wäre, ich habe keine Ahnung, wie es mit den Drogen weitergegangen oder ausgegangen wäre. Ja, das. Und insofern ist es natürlich schon ja, vielleicht ein positiver Effekt, weil es kann durchaus sein, dass alles total scheiße geworden wäre. Das habe ich auch gesagt. Egal. Und oder dass halt alles jetzt viel schlimmer wäre, als es jetzt ist. Was ich wichtig finde, Sigi, ist, wir wollen es nicht vergleichen. Weißt du, was ich meine? Also das eine wiegt das andere nicht auf, aber ich finde den Gedanken mal interessant. Ja? Weil was du erlebt hast, ist ja ein massiver Lebenseinschnitt. Ein massiver Lebenseinschnitt auch in das Leben eines, naja, schon Schwersüchtigen von Opioiden. Und das ist ja auch eine Ansage. Das war ja auch ein Lifestyle, das war ja auch ein Leben. Also ich finde das eine ganz spannende Betrachtung eigentlich. Also das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was du damit meinst, weil der Lifestyle danach im Gefängnis, der war eigentlich auf der gleichen Ebene. Nee. Es war ja auch nur ein Dahingehen. Ja, ich meine Lifestyle, mit Lifestyle meine ich, wenn man Opioide konsumiert, dann ist es eigentlich ein täglicher Konsum und wird zum Lifestyle. Das meine ich damit. Ja, War vielleicht das falsche Wort, aber. also das hätte ich ja weitermachen können. Insofern, ja, na gut, es gab natürlich den Bruch und der hat mir ermöglicht, mich zu entscheiden, ob ich da wieder weitermache oder nicht. Sind große Fragen, oder?
Ja, ich kann es ja auch nicht richtig greifen. Ja, nee, ist ja okay. Also ich wollte, es ist eine ziemliche Dimension. Und wir hatten ja auch mal kurz den Moment, wo wir im Bali gequatscht haben, will ich jetzt gar nicht sagen, worum es da ging. Ich denke, da gibt es einfach Themen und auch von der Dimension her, da kannst du auch noch gar nicht ran. Weil man kann es jetzt noch gar nicht klären. Weil man ist jetzt noch in Bali gefangen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber ja, klar, ich bin ja immer noch mittendrin. Es ist ja nicht so, dass jetzt der Knast vorbei ist und jetzt hat ein neues Leben begonnen. Es hat natürlich, ja, eine andere Art des Tagesablaufs begonnen, aber ich bin jetzt noch nicht so weit weg von den 6 Jahren, die vergangen sind. Du bist noch nicht frei. Nee, nee. Der Raum ist größer geworden. Genau. Das fühlt sich natürlich auch schon mal viel besser an. Und ich glaube, das ist im Moment der große Unterschied. Der Raum ist größer. Der Rest ist nicht so viel anders. Aber es ist auch schon fantastisch, wie enorm das Gefühl ist von diesem vergrößerten Raum. Auch wenn man ihn gar nicht mal wirklich voll nutzt. Aber ja, ich habe am Anfang, dachte ich ja noch, ah, wenn ich jetzt zurück müsste, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Inzwischen fände ich das ziemlich schlimm, eben genau wegen dem Raum. Weil dieses Eingesperrtsein ist halt einfach, egal wo es ist, das ist so ein Eingriff in deine Persönlichkeit. Du bist sofort wieder auf der Kindebene. Du hast keine Möglichkeit zu entscheiden. Und das ist halt im Moment alles weg. Und so gesehen fühle ich mich natürlich schon frei. Spannend, also ich freue mich, dass du das so erkennen und genießen kannst. Also ich denke, es geht ja auch viel darum, dass man eben, das wäre, glaube ich, so mein größtes Problem. Also klar, der Freiheitsentzug zum einen, aber auch dieses nicht wegkommen können von Menschen. Von, ich meine, du bist ja nie allein im Knast. Ja, also vorher in Kropokan konnte ich schon für ein paar Stunden allein sein in meiner kleinen Zelle. Zähle, Das war jetzt die die kenne letzten ich ja 2 Jahre auch noch, natürlich ja. auch mehr gegeben. Das war halt auch sehr, das war auch nur so ein krasser Einschnitt. Diese letzten 2 Jahre, die waren ja, jetzt mal ohne zu übertreiben, die waren im Grunde 24 Stunden mit 20 Leuten, wenn man vielleicht mal in die Klinik ging, vielleicht nur mit 10 Leuten umgeben, aber weniger waren es eigentlich nie. Wahnsinn. Ja, gut, vielleicht noch. In der Kirche, da konnte man die Tür zumachen, war mal alleine. Das ist auch nicht gerade ein Rückzugsort. Ja, also im Grunde 24 Stunden umgeben von Leuten. Und einerseits ist es natürlich besser als eine Einzelhaft, aber ja, ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht, wie einen das beeinflusst. Die absolute Unmöglichkeit von Privatsphäre. Das stelle ich mir wirklich extrem hart vor. Dass du bist ja auch ständig in Beobachtung, du kannst ja nicht mal, also es ist, ja, es würde mich massiv stressen. Ja, das war vor allem am Anfang in der großen Zelle auf diesem Podest, wo du da zwischen Leuten liegst. Das war egal, welche Uhrzeit, wenn ich da die Augen aufgemacht habe, da hat mich jemand angeguckt. Scheiße. Und ist ja nicht zu vermeiden, irgendwo müssen die Leute ja gucken, aber das gibt dir halt so ein Gefühl, du bist einfach nie frei. Du Und wirst immer ja, beobachtet. diese Enge, die, ja. Also teilweise unbewusst bestimmt Ja. auch, aber auch natürlich viel bewusst. Ist ja klar, ich habe auch rumgeguckt und irgendwas braucht das Auge, wo du dich festhältst. Und
Wenn es auch etwas ist, was dich eigentlich gar nicht interessiert, aber da guckst du dann halt hin. Ja. Und ja, man ist ja immer Täter und Opfer die ganze Zeit. Man fühlt sich ja, das ist auch so ein Punkt, mir fehlen immer diese Worte. Man fühlt sich ständig angegriffen und man tut es ja selbst auch. Ja, klar. Ja, weil jeder dort unter einer gewissen Grundanspannung auch ist. Ja, relax kann man da nicht Nee. sein. Also ich habe da manchmal habe ich mir auch gedacht, es gibt es alles gar nicht. Man liegt da ja, naja, kommt darauf an, wie viele Leute drin sind, aber wenn es extrem ist, hast du 40 Zentimeter und links und rechts ist jemand, ja, dann hustet dich jemand an. Vielleicht will er es gar nicht. Irgendwie passiert halt, vielleicht auch mal im Schlaf. Oder wenn jemand niest, ich wusste nie, was für eine Gewalt dahinter steckt. Also da kommt dir ja ein Sturm entgegen. Ja. Und zu der fehlenden Privatsphäre kommt ja auch noch, dass du im Grunde in der Privatsphäre der anderen lebst. Also du kriegst jeden Geruch des Oh, Körpers furchtbar. mit, alles, was Ja. lässt sich nicht abschalten. Und ja, ich meine, ich hatte dann halt irgendwann mal Glück. Das letzte Jahr lag ich dann ja auf dem Boden und hatte dann neben mir dann eben niemanden mehr. Also nur Wand und Podest und konnte dann auch mit Karton so ein bisschen eine kleine Höhle bauen. Das hat schon viel ausgemacht. Da guckt dich dann eben nicht ständig jeder an. Aber so die normale Situation ist das halt. Und ja, das ist halt, es ist nicht schön, aber es ist verdammt nochmal besser, als alleine eingesperrt zu sein. Hattest du das mal Einzelhaft? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, Ja, nee. ja. Oder, Aber ja. ich kann mir das vorstellen. Also wenn ich in Kropotkin in meiner Zelle allein war, das ist ja keine Einzelhaft. Das habe ich ja selbst gewählt. Ich habe die Tür zugemacht, um das andere draußen zu halten. Ja. Aber wenn ich mir so vorstelle, du bist eingesperrt, also da reicht ja schon, wenn ich einen Film sehe und jemand kommt da nur bei der Polizei in die Zelle, da wird es mir schon eng. Da weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Und wenn du da alleine bist, das ist einfach furchtbar. Du hast nichts, um dich zu beschäftigen und ja, du kannst eben dann auch nichts machen. Da bist du ja dann auch eingesperrt den ganzen Tag. Und mit 20 Leuten den ganzen Tag, da gibt es zumindest dann Abwechslung, auch wenn es nicht alles schön ist und vieles nervt, Also aber Einzelhaft ist einfach auch ach ja. die Zeit vergeht nicht. Ja, es wird immer länger. Ja. Und du fühlst es dann auch. Du fühlst es ständig, dieses Nicht-Raus-Können. Du bist ja die ganze Zeit wie ein Tiger im Käfig. Und ja, das schwächt sich ein bisschen ab, wenn dann auch andere Leidensgenossen sind. Es kommt gerade eine interessante Frage. Es gibt zwei Fragen. Kommst du ursprünglich aus Franken? Ja. Ja, klar, das hört man. Ja, okay. Und wie war es eigentlich mit Moskitos im Knast auf Bali? Also in Bangli war das kein Problem. War zu kühl. Da gab es ganz, ganz selten. Ja, nehme ich an. Noch was, aber nicht warm genug. In Kropokan, in meiner kleinen Zelle, da war es ja so, ich hatte den Verschlag im Boden und dann noch eine Öffnung in der Wand, was so ein Fenster ist, mit Moskitonetz. Und dort, da hatte ich, glaube ich, nie einen Moskito oder irgendwas. Wenn man natürlich in Kropokan entweder in der Aula war oder in so einem offenen Raum, da gab es Moskitos, aber die waren eigentlich kein Problem. Die dampfen ja auch immer regelmäßig, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Qualm mit so einem
Ja. So ein Gerät, das sieht aus wie ein Laubbläser. Ah, okay. Ja. Durch die ganzen Zellen durchgeblasen. Wird ja hier auch gemacht in den Hotels regelmäßig. Ich denke mal, das hilft auch schon. Aber ja, also im Knast, Moskitos war eigentlich im Grunde kein großes Problem. Gab es das irgendwas? Naja, da kamen manchmal Ratten durch die Fenster, wenn die Fenster ziemlich niedrig waren. In Kropotkan, in einer anderen Zelle, als ich da war, habe ich auch irgendwann mal in der Nacht gemerkt, da huscht jemand vorbei, da ist irgendwas. Dann habe ich realisiert, ja, das ist eine Ratte. Und am nächsten Tag habe ich die Kötel unter Bett gesehen und mitgekriegt, dass die sich da schon häuslich eingerichtet hatten. Was ein Problem war, es waren Kakerlaken, auch in Bangli, hatte ich ja völlig vergessen, ja, die wirklich heftig viele da. Und da gab es auch alle Sorten, auch Sorten, die ich gar nicht kannte. Da gab es auch fliegende Kakerlaken, war mir völlig neu. Und dann gab es auch so ganz kleine, die so niedlich aussehen, aber eben trotzdem Kakerlaken sind. Ja, na klar, wenn so viele Leute auf engem Raum sind und die Tür immer zu und da kann man nicht richtig sauber machen. Die verstecken sich dann in allen Ritzen. Da wurde so einmal im Monat angeordnet. Heute werden in den und den Zellen wird alles rausgeräumt und sauber gemacht. Da kamen so die ganzen Decken und Matratzen oder was das auch immer war, raus. Und wenn man dann irgendwas hochgehoben hat, dann kam da plötzlich eine ganze Schar Kakerlaken vor. Also die waren schon, ja, die waren natürlich auch immer wieder mal über den Körper und so, ja, war nicht schön. Ja, krass, ne, Herr Kakerlaken. Ich finde auch Bali mit Moskitos geht eigentlich. Also da habe ich in Brasilien oder in Thailand viel krassere Erfahrungen mit Moskitos gemacht. Ist ja auch kein Malaria-Gebiet, Bali. Nee, nee, nur Dengue. Ja, Dengue-Fieber, genau. Ja, Mensch, Ziki, guck mal, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde angekommen. Hätten wir gar nicht gedacht am Anfang, oder? Na, ich habe gerade gedacht, vielleicht geht's jetzt langsam los. Nee, wir sind schon gut dabei. Was ist denn eigentlich die Woche noch geplant bei dir? Da muss ich mal in meine Unterlagen gucken. Ja, mach mal einen Terminplaner, genau, mach das mal. Aber es ist doch super, wisst ihr, was machen wir jetzt einmal im Monat, Ziggy? Immer ein bisschen quatschen. Ja, klar. Tut gut. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Also geplant ist nicht so viel. Ich will mir einen Blender kaufen, also einen Mixer. Jetzt sind immer so die kleinen Aufgaben. Ich habe jetzt auch nach ewig langer Suche einen Tripod gefunden. Und ja, sowas beschäftigt. Das ist eigentlich lächerlich und so ein Ding. Ich habe das Billigste gekauft, das kostet 2 Euro. Das hat mich aber nicht lange gekostet, bis ich den richtigen Laden gefunden habe und das auch nur durch Zufall. Und ja, mit dem Mixer ist es eben genauso. Es gibt, also ich kenne jetzt schon einige Läden, wo es welche gibt, aber soll ja dann auch das sein, was ich will. Ja, solche Sachen nehme ich mir halt immer wieder vor. Da komme ich, da habe ich dann auch einen Grund, anders hinzufahren und was Neues zu sehen auch. Ja, ansonsten habe ich jetzt erstmal nicht viel Großes geplant. Wie sieht es irgendwie aus, mal mit Idee eigener Podcast oder sowas? Kannst du dir das jetzt schon vorstellen? Nee, Naja, nee. ja, weiß man noch nicht. Das ist alles noch die Ankommenphase. Und ich finde gerade, so wie wir das machen, dass du hier mindestens einmal im Monat bei mir zu Gast bist, ist ja schon mal ein guter Anfang. Ja, das ist auch schon fast so das Maximum des Möglichen. Können die Leute dir irgendwie was Gutes tun? Kann man dir vielleicht ein Paket schicken mit irgendwas oder ist das nicht nötig? Mit Büchern, ist das ein Thema noch? Also Bücher kann ich bekommen. Es gibt ein paar Buchläden, die habe ich auch schon rausgefunden. Ich habe auch noch welche. Jetzt auf der Schnelle wüsste ich da erstmal nicht,
Wobei das Schicken hierher natürlich viel einfacher ist, als es vorher war. Aber ja, jetzt auf die Schnelle Nö. wüsste ich Man nicht. kann auf jeden Fall, sage ich mal, dich auch in der Telegram-Gruppe erreichen, die ich ja hier unter das Video wieder packe. Ja, klar. Ja, das ist ja auch so ein gutes Medium, um da einfach in Austausch zu treten. Na gut, mein Lieber, gibt es noch was zu sagen für heute? Ja, es war erstmal schön, mit dir zu sprechen. Ich habe auch entdeckt, dass ich noch ein paar so Sachen im Hinterkopf habe, von denen ich nichts wusste. Das ist schön. Und es wäre natürlich schön, wenn es auch ein bisschen Mehrwert hat für andere Leute, die sich das anhören. Was für Sachen im Hinterkopf? Was meinst du damit? Ne, einfach auch so, also jetzt gar nichts mal großartig. Es ist nur so, dass beim Reden fallen mir halt Dinge ein, die schon weg waren. Ja. Naja, Ja, ich das denke, ist du redest eben auch mit wenigen Leuten so intensiv wie mit mir über das Erlebte. Und ich finde das ganz spannend. Das machen wir definitiv mindestens einmal im Monat, weil ich denke, das brauchst du auch. Das tut dir gut. Und ich meine, deine Geschichte ist hier auf dem Kanal, geht jetzt hier ins nahezu vierte Jahr. Ja, das muss man doch mal sagen. ja. Und da müssen wir einfach weitermachen. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Und ich finde das Wahnsinn, was das für eine Entwicklung ist. Ja, im Kobokan-Gefängnis noch angefangen, jetzt dich besucht, jetzt neu im Stream. Ich finde das super, Sigi. Und ich kann dir nur sagen, ich bin da gern mit an Bord und mache das gerne weiter. Sehr schön. Bin dabei. Genau. Alrighty. Gut, mein Lieber. Dann bleibst du noch kurz in der Leitung. Ja. Ja. Willst du noch Tschüssi sagen zu den Leuten? Ja, ich grüße alle, die das hören. Und freut mich, wenn es euch interessiert. Genau. Alright, so meine Lieben, dann war's das für heute und es freut mich, dass ihr trotz dieser ungewöhnlichen Zeit ziemlich zahlreich erschienen wart. Wir sehen uns, ich denke sogar morgen wieder, 19 Uhr. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.